Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Valheim hier auf meinem Kanal. Ihr seht schon hier, ich habe ein bisschen rumgespielt durch die neuen Sachen, die wir dank dem Eisen bekommen haben. Habe ich auch mit der Hacke Pflasterstein freigeschalten. Und was soll ich sagen? Es sieht geil aus, wenn man hier rauskommt, so ein richtig schöner Pflastersteinweg. Ich entbinde mich jetzt erstmal, dass Dargon nicht so alleine ist. Und dann werden wir mal gucken, die ganzen Upgrades bauen und so weiter. Mal schauen. So, achso, das Wolfspelz wollte ich jetzt mal in die Hand nehmen. Ne, gibt noch nichts Neues. Schade. Hätte ja sein können. Gut, dann einmal die Upgrades. Das alles aufnehmen. Boah, ich feiere diesen Boden gerade irgendwie. So, der Steinmetz wird wieder hier drinnen gebaut. Da. Dorthin. Dann. Hey, eine Voraussetzung, du hast keine Steine. Ich sehe es echt kommen, dass wir keine Steine mehr haben. Ich würde doch niemals alles verbrauchen. Ehrlich gesagt hoffe ich, dass du wenigstens einen Stapel übrig lässt, nachdem du aus dem Harz gelernt hast. Ein Stapel? Also 50 Steine. Ja, mehr oder weniger. Du, ganz ehrlich, ich gehe immer mit der Picke raus vor die Base und dann habe ich die Steine wieder zusammen. Ja, aber so leicht war, ist es auch eigentlich mit dem Harz. Und trotzdem, wenn auf einmal, wenn wir es nicht mehr haben, brauchen wir es. Und es kostet ja dann einfach nur Zeit, anstelle es einfach einmal übrig zu lassen. Nee. Ich fühle mich gerade irgendwie wie in Minecraft mit Cobblestone. Wie fasziniert der Cobblestone. Es wird neblig. Ach was, ich sehe im Dunkeln nichts mehr. Schönen Dank auch. Alter, ihr könnt jetzt nackt schon neben mir stehen und ich sehe nichts. Wir haben noch keinen dritten Mitspieler, den du nackig sehen könntest. Hey, du nennst die doch immer so. Ach so, du meinst die Trolle. Ach ja. So. Hey, der kann halt echt neben mir stehen und ich krieg's nicht mit. So, das da. 15 Eisen, 10 Holz. Oh Gott. Oh Gott. Forge-Verbesserung, Schmiede, Werkzeugstelle, Forge war Ofen. Baue ich dich gerade? Ja. Wenn ich das jetzt daran mache, neue Ausbaustufe, irgendwas mit Stufe 4. Ja, Schmiede ist jetzt Stufe 4 und die Werkbank auch. Das ist nice. Dann war noch Schmiedeamboss. Schmiedeverbesserung, da gibt es das nächste. Dann können wir schon auf Stufe 5 gehen. Jetzt muss ich nur gucken, wo baue ich den am besten hin. Habe ich draußen noch Platz dafür?
Bitte, 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 bitte. Wenn ich den da hinstelle, reicht das aus? Nee. Stellen wir den einfach dahin, aber drehen ihn ein bisschen. Hallo, du hast doch gerade Platz. Ach, ja, da. Ich hoffe, das hat gereicht. Schmiedestufe 5. Und den Schleifstein haben wir auch noch neu bekommen. Schmiedewerkzeugstelle, Schmiedekühlvorrichtung. Okay, die mit Stern sind alles Upgrade-Sachen. Ja, das ist gut zu wissen. Schleifstein, dazu brauche ich wieder Holz. Und mal kein Eisen. Ja, Darko. Ja, wir haben kein Eisen mehr. Doch, 15 Stück. Ein ungebranntes und 14 gebrannte. Und? Du meinst, dass es wieder zur Neige geht, oder was? Ja. Das tut es immer. So, und jetzt den Schleifstein. Den würde ich gerne irgendwie hier so... Passt der? Passt der? Bitte, bitte. Scheiße. Die Werkbank muss in der Nähe. Das willst du mich verarschen. Passt der da hinten in die Ecke? Komm, du passt da rein. Ich sehe das. Nein, du passt nicht! Warum? Hä, aber das geht zur Schmiede. Muss ich das verstehen? Könnte dieser Scheißnebel enden? Bitte! Na, dann muss ich das doch draußen hinbauen. Na, tolle Wurst! So. Und Schmiedestufe 6. Also wir können jetzt alles auf Stufe 6 upgraden. Wenn wir es wollen. Der Hammer ist Max Quality. Der Bogen Max. Hacke ist Max Qualität. Okay. Okay, wenn ich jetzt meine ganzen Bronzesachen, die ich dabei habe, also Streitkolben, Schild, Rüstung, Axt und Picke, aufwerten, nur eins aufwerten möchte, brauche ich 15. Okay, Bronze, Faustschild geht nicht mehr. Trotzdem brauche ich 15, 27. 36, 48, 57, 66 Bronze. Nur um ein Level für alles abzugraden. Ne, wir graden nicht ab. Wir gehen Eisenfarmen, würde ich sagen. Jawohl, brauchen werden wir immer noch beides, leider. Ja. Aber schade, dass... Ja... Auf Eisennägel. Ich habe immer noch kein Rezept gefunden für Eisennägel. Die Eisenholzpfeiler brauchen das nicht. Und die Wände auch nicht. Die brauchen alle nur Steine. Das Eisentor braucht nur Eisen. Und die neuen Kisten brauchen auch nur Eisen. Verstärkte Kiste, die sieht größer aus. Ich will wissen, ob da was reinpasst. Ich kann die ja wieder abbauen. Wenn da jetzt mehr reinpasst, dann machen wir da unsere Pfeilkiste draus. Da passt das Doppelte rein.
Ich baue uns mal eine neue Pfeilkiste, Darko, oder? Hey, du baust uns eine neue. Wir haben doch jetzt eine. Ich habe die gerade in uns Lager gestellt. Also. Alles nehmen. Kaputt machen. Und die neue da hinstellen. Fick dich, Spiel. Geht nicht, oder wie? Ich brauche das passende Holz natürlich dazu, was im Lager rumliegt. Jetzt habe ich's. Und das Eisen liegt ja auch noch rum. Das werde ich auch brauchen. Aber da können wir eine Menge Pfeile dann herstellen und da drinnen lagern. Aber ich werde nicht alle Kisten gegen die jetzt austauschen. Da geht uns ja wieder alles an Eisen flöten. Das einmal alles rein und das. Hey, warte mal, hier draußen habe ich Feuer. Kann nicht sein, das ist hier ist gar nichts mehr. Ja, aber guck mal, also ich kann dir gerne auch einen Screen checken. Mein Nass ging so schnell runter eben. Ich habe hier draußen Feuer. Ach so, na, dann ist die Feuerstelle so groß. Hier drin nicht mehr, aber eben draußen hatte ich das. Dann ist die Feuerstelle groß genug. Ja, war eine gute Idee, dass ich dir das Schrein mitgenommen habe. Ja. Ich das schon sehe. War sehr, sehr gut von dir. Köpfe. Nee. Da. Disteln, wo seid ihr denn? Die sind hier. Oben irgendwo, da. Immer die mittlere Kistenreihe, ganz oben, sind die Disteln. Genau das wollte ich noch mal testen. Wie sich das mit den Steinböden da verhält. Holz und Stein. Und Stein brauche ich allgemein. Wer hat da schon wieder Löwenzahn hingeschmissen? Oben in der Kiste passt mehr als genug rein. Heißt aber nicht, dass wir mehr wollen. Na doch, das brauchst du auch zum Kochen. Weil noch kein Rezept für gesehen. Dann guck dir mal alle Rezepte bitte an. Bisher, also die wichtigsten habe ich schon gemacht und da ist es nicht enthalten. Tiefer gelegt irgendwie. Irgendwas ist zu Bruch gegangen.
Ach, was war ich denn? Ah, mit Soße. Das werde ich offscreen machen. Da werde ich ganz gemütlich den Baseboden aus Stein bauen. Das werde ich nicht jetzt in Angriff nehmen. Das würde zu lange dauern. Ansonsten. Ich würde das Eisentor gar nie nehmen wollen für den Eingang. Weil das sieht aus wie im Knast. Ja gut. Da, guck mal, das hier wären die Wände. Ja, warte. Ich glaube nicht, dass wir das als Wand wollen. Ja, das sind halt die Dungeon-Wände. Ja, die wären eher was für, wirklich für eine Mauer dann. Oder eine Burg, wenn du sowas baust. Oder Am Ende des Projekts werde ich mich nochmal richtig schön auslassen. Aber weit weg von der jetzigen. Zum Ende des Projekts. Das heißt, da werde ich dann wohl komplett alleine sein. Okay. Weil ich dann wirklich nur bauen werde. Aber das mit dem Pflasterstein gefällt mir halt richtig hart. Ich lasse die... Stein-Dings hier, den Steinmetz mal in der Base stehen, weil ich den ja brauche für den Steinboden. Yep. Ansonsten, was kostet die 20? Was kostet das 20? Die kostet 35. 20. 20, 20. Ein Haufen eiserner Nägel, die zum Bauen mit Holz verwendet werden. Ja, dann zeig uns doch mal was. Eisenturmschild gibt's, aber kein Eisenrundschild. Ach doch, hier, verstärktes Schild. 8 Eisen, 10 Edelholz. Ja. Der Bogen braucht 20. Oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott. Gut, ich bin erst bei Essen. Jo, bis später. So, dann mute ich mich so lange im Discord. Ja, also, wir werden hier noch sehr, sehr viel Spaß mit den ganzen Bausachen haben. Ja, hier seht ihr ja auch, ich habe schon ein bisschen was gemacht und ja... Die Tiere kriegen auf jeden Fall eine Steinmauer hier hin, ein Steinmauergehege. Denn die baggen sich hier irgendwie immer alle raus. Wir wissen leider nicht, woran das liegt. Die kriegen regelmäßig Essen, Streicheleinheiten, alles Mögliche.
Und da werde ich denn hier so ein richtig schönes Steingehege da oben hinbauen. Mit einem Eisentor, versteht sich. Und ja. Was mache ich jetzt noch in der Zeit? Ich weiß es eigentlich gar nicht. Was haben wir denn hier? Ist das fertig? Die ist fertig. Die ist gesund. Also einige sind schneller fertig als die anderen. Interessant. Schweintechnisch passt alles. Da wir hier zwei Wölfe haben, bin ich gerade am Überlegen, ob ich in der nächsten Folge vielleicht mal alleine den Uralten umhauen sollte oder nicht. Weil jetzt die ganze Zeit hier rumrennen und nichts tun, ist ja sinnlos. Ja. Hallo, mach die Kiste auf. Für was das ist, wissen wir natürlich noch nicht. Da gibt es auch noch irgendwie kein Rezept dazu. Das ist schade. Aber okay, wir waren ja schon in einer Ecke, wo wir hätten eigentlich noch gar nicht hingedurft. Ja. Ansonsten herstellen will ich jetzt natürlich nichts. Außer vielleicht Bronzepfeile. Die könnte man auch in Angriff nehmen. Da würde ich jetzt wirklich ein paar Bronzepfeile herstellen. Damit wir es ein bisschen besser haben beim nächsten Mal gegen die Mobs. Herstellen. Herstellen. So, jetzt brauche ich noch Holz. Ja, da muss ich auch wieder farmen gehen. Und Bronzepfeile. Ich brauche definitiv Holz. In unserer Baumecke steht ja auch kein einziger Baum mehr. Hier habe ich alles schon abgeholzt und das ganze Holz geht jetzt da in Kohleflöten und hier in die Pfeile. Ich könnte tatsächlich upgraden, aber das mache ich nicht. Da stelle ich lieber noch ein paar Bronzepfeile her. So, da hat dann jeder 80 Stück. Ich denke mal, das ist ausreichend. Oh, ich habe ja noch Bronze. Lol. Da mache ich doch für jeden 100 Pfeile. Oder ein bisschen mehr. Ja, komm, wir kommen auf 300 Pfeile. Da hat jeder 150 Stück. So, 300 Pfeile, jeder 150 Stück, das reicht. So. So, und das dahin. Kupfer da, Kohle da unten rein. Er ist noch nicht fertig. Das war ein Feuerstein. Dann machen wir die mal da hoch. Eisen und Bronze. Okay, dann kommen die dahin. Die dahin. Ja, und dann warte ich auf Darko und dann mal schauen. Entweder werde ich jetzt noch alleine versuchen, in die Krypta zu gehen oder nicht. Ja, mal schauen. Den Uralten, den werde ich irgendwann mal, wenn Darko keine Zeit hat und ich eine Folge brauche, alleine klatschen. Mit Aufnahme an natürlich. Dann nehme ich die zwei Wölfe mit, die hier draußen rumpümmeln. Und wenn euch die Folge bis hierhin gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben, da lasst Kommentare da. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, bleibt entspannt, genießt den Tag und bye bye.